Herr Koch, Sie haben Herrn Seliger von seinen Aufgaben entbunden. Erklären Sie uns doch mal diese Entscheidung. Ja, wir sind einfach mit der sportlichen Entwicklung der letzten Zeit nicht zufrieden gewesen und haben unsere Ziele als gefährdet betrachtet, angesehen und deshalb sind wir zu der Entscheidung gekommen. War denn nur der aktuelle Tabellenplatz entscheidend? Nein, das ist die Art und Weise, wie die Mannschaft auch gespielt hat. Das war das Ausschlaggebende, abgesehen davon, dass die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Wie hat denn die Mannschaft die Entscheidung aufgenommen? Ja gut, das wird sich dann zeigen in den nächsten Wochen, wie sich die Mannschaft das gedacht hat in der Zukunft. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt mit Dirk Heine, mit dem wir ja neu verpflichtet haben, eben halt ein neues Kapitel aufschlagen werden. Und ich hoffe, dass das dann die zusätzlichen Reize geben wird, um wieder erfolgreich Fußball zu spielen. Herr Seliger hat ja mit Norderstedt viele Erfolge feiern können, ist in die Regionalliga aufgestiegen. Wieso haben Sie ihm die Wende nicht mehr zugetraut? Ja gut, der Thomas Seliger hat jetzt 4 Jahre und 2 Monate bei uns gearbeitet, hat hervorragende Arbeit hinterlassen, das steht völlig außer Frage. Aber es gibt vielleicht einen Zeitpunkt, da müssen neue Reizpunkte gesetzt werden und wir sind der Meinung, dass dieser Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Nun haben Sie ja gerade schon angesprochen, einen neuen Trainer verpflichtet. Was genau erhoffen Sie sich von seiner Arbeit? Ja gut, Dirk Heine ist ja ein Mensch, der seit wie vielen Jahrzehnten im Fußballbereich arbeitet. Und Dirk Heine hat ein klares Konzept, hat einen Plan. Und nun muss er die Spieler dazu hinbringen, dass sie das entsprechend umsetzen. Er ist kommunikativ und wird den Jungs das schon erklären, was er von ihnen verlangt. Und davon gehe ich davon aus, dass wir deshalb jetzt wieder erfolgreiche Seiten des neuen Buches aufschlagen werden. Nun haben Sie ja mit Herrn Heine den ehemaligen U19-Trainer verpflichtet. Warum ist es keine externe Lösung geworden? Ja gut, wir haben 2 Varianten auf dem Tisch gehabt. Dirk Heine hat natürlich den Vorteil, dass er die gesamte Struktur kennt. Er kennt viele Spieler, weil er die in der Jugend auch betreut hat. Und da war es für uns das naheliegendste, dann eben halt Dirk Heine zu verpflichten. Welches war denn die Alternativvariante? Ja gut, das ist ja kein Geheimnis, stand ja auch in der Zeitung, dass wir uns mit Marc Fascher unterhalten haben, halte ich für einen hervorragenden Trainer. Aber Marc hat eben halt auch deutlich gemacht, dass er gerne im Vollprofitum arbeiten will und das konnten wir ihm nicht bieten. Sie haben eingangs erwähnt, dass Sie mit den sportlichen Leistungen nicht ganz so zufrieden waren. Dementsprechend ist Platz 11 nicht das, was Sie erreichen wollen. Was möchten Sie denn für Ziele erreichen? Na gut, wir haben seit Bestehen des Vereins ja mit Abstand den besten Kader. Und dann kann man mit dem, was bisher geschehen ist und was wie es auch geschehen ist, und das ist viel wichtiger, eben halt nicht zufrieden sein. Und deswegen sind wir zu den Maßnahmen gekommen mit der Ablösung. Und was sind Ihre konkreten Ziele mit dieser Mannschaft? Ja gut, wir müssen natürlich nach wie vor schnellstmöglich 40 Punkte erreichen und dann sind da oben keine Grenzen gesetzt, das eine. Und natürlich kann man sich nicht als ranghöchster Verein im OZ-Pokal der Hamburger Amateure hinstellen und sagen, man will den nicht verteidigen. Also das ist natürlich auch ein entsprechendes Ziel. Liebäugeln Sie denn auch so ein ganz kleines bisschen mit dem Aufstieg? Ja, dieses Jahr auf keinen Fall. Das ist ja, da ist der Zug natürlich schon weit abgefahren. Aber ich sag mal, wir sind von der Mannschaft her, vom Potenzial her, eine Mannschaft, die unter den ersten 5 spielen muss. So, und das ist bisher nicht passiert. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg.